Keks! Wann wirst du es lernen, Sachen zu holen? Hey! Das sind meine Kopfhörer! Bang. Du bist ein böser Hund, Keks! Fass den Pullover nicht an! Leute, wie ihr vielleicht schon erraten habt, haben wir diesen bezaubernden, unartigen Mops Keks genannt. Weil jeder Kekse liebt! Naja, nicht nur deswegen, Sam. Die Idee für diesen Namen entstand am häufigsten in den Kommentaren unserer Zuschauer. Und der Hund scheint es zu lieben. Oh ja, danke, Freunde. Ohne euch wären wir nicht drauf gekommen. Aber jetzt haben wir ein neues Problem. Wie kann man diese temperamentvolle Dame dazu bringen, sich zu benehmen? Sie klaut ständig unsere Sachen. Das ist richtig. Keks hat heute meine Kopfhörer gestohlen. Und sie hört nicht einmal Musik. Keks, was ist mit dir los? Wie können wir dich auf einen ehrlicheren Weg bringen? Susi, ich glaube, ich verstehe, warum sie stiehlt. Schau mal. Ich habe diesen Hut. Und? Und du hast diesen Pullover. Ja, na und? Aber hat Keks etwas? Hä? Denkst du, was ich denke? Natürlich! Komm! Ich komm, Sammy. Du willst das benutzen? Warum nicht? Unser Haustier verdient nur das Beste. Boah, ich stimme im Prinzip zu, aber dieser Pullover ist wirklich neu. Seit wann bist du so sparsam geworden? Nun, wir haben viele Haustiere. Wenn wir die Pullover für jeden von ihnen ruinieren? Sam, wenn du nicht helfen willst, komm schon und sag es. Ich werde alles selbst machen. Störe mich einfach nicht. Ein weiches und schönes Bett. Wir hätten früher dran denken können. Ich hoffe, ihr gefällt, was aus meinem Pullover geworden ist. Aber es ist nicht dein Pullover. Was spielt das jetzt für eine Rolle? Sieh sie dir an. Sie liebt ihn. Nun, Keks. Jetzt hast du dein eigenes Minisofa. Super cool. Leute, wir brauchen euren Rat. Was sollen wir noch für Keks basteln? Schreibt eure Ideen in die Kommentare und wir werden die beliebtesten ausprobieren. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, etwas aus meinem alten Hut zu machen. Susi, ich habe nachgedacht. Kann ich einen Kratzer für Keks machen? Aus meiner Haarbürste. Vergiss es. Okay, kann ich das hier stattdessen nehmen? Sam, lass einfach meine Kämme in Ruhe, okay? Okay, dann muss ich mir Mizis ausleihen. Wunder dich nur nicht, wenn Mizi ihr Fell für deine Süßigkeiten leiht. Keks, komm her, Mädchen. Ich hoffe, du machst etwas nicht aus meinem Hut. Dein Hut ist nur groß genug, um ein Kleid für dich zu machen. Möchtest du eins? Hey, mal sehen, ob Keks Pullover für den Anfang passt. Okay,
Ich wollte genau das tun. Meine Damen und Herren, hier ist Keks in ihrem brandneuen Outfit. Okay, den Vorhang aufmachen. Nur noch ein paar Schüsse. Nicht zappeln, bitte. Ich kündige. Ein Model zu sein ist eine harte Arbeit. Ich meine, ich werde nicht einmal dafür bezahlt. Nun, mach schon und hör auf, wenn du willst. Ich habe ein viel schöneres Model. Keks, komm mal her, mein Liebling. Bitte, schau in die Kamera. Zwingst du sie, Keks für sie zu posieren? Ich gebe es und versteck mich, bevor sie mich wieder festhält. Oh, warum schaust du mich nicht an? Komm schon. Schau. Hier. Keks. Ist das? Es ist ein hypnotisierendes Amulett. Ich meine für Fotos. Susi, bitte scherz nicht, okay? Ich mach keine Witze. Da Keks sich weigert, in die Kamera zu schauen, werde ich versuchen, sie zu überlisten. Ja, nun, ich kann Keks nur viel Geduld wünschen. Kein Grund, sarkastisch zu sein. Es wird wirklich cool. Also, Keks, wo bist du? Komm her! All diesen dummen Erfindungen hat Susi vergessen, Keks zu füttern. Zeit, die Dinge in Ordnung zu bringen. Ich werde ein reichhaltiges Essen für meinen Lieblingshund kochen. Okay, ein paar M&M's. Vielleicht bevorzugt sie Skittles. Ja, das ist besser. Vergessen wir nicht die Schlagsahne. Der letzte Schliff. Wow. Es kommt noch besser, als ich dachte. Oh, großartig. Ich habe das ganze Haus auf den Kopf gestellt, um nach dieser Form zu suchen. Okay, Leute, jetzt wo wir die Form gefüllt haben, lasst sie uns für ein paar Stunden in den Kühlschrank stellen. Sieht so aus, als wären unsere Leckereien fertig. Schau dir diese Form mit den Hundethemen an. Keks wird sie bestimmt lieben. Ach, Leute, ich verstehe es nicht. Welche Art von Nahrung essen Hunde gerne? Wenn du einen Hund hast, schreib doch bitte in den Kommentaren sein Lieblingsessen auf. Thank you.
Keks, sieh mal, was ich für dich habe. Njam, njam, njam. Sie isst mit solcher Begeisterung. Hat sie nur Hunger oder mag sie die Leckereien wirklich? Leute, habt ihr irgendwelche coolen Alltagstricks für Keks? Vergesst nicht, sie in den Kommentaren zu teilen. Zum Beispiel hatte ich für Susi schon viele wunderbare Hundespielzeugideen. Hier ist eine davon. Ich habe noch keine Ideen von dir gehört, Sam. Hey, ich habe dir ein ganzes Diagramm und ein Handbuch gemacht. Oh ja, es ist absolut leicht zu verstehen. Du hast meine künstlerischen Gefühle verletzt. Komm schon, großer Künstler. Lass uns versuchen, deine Kritzeleien in die Realität umzusetzen. Ja, Keks bekommt ein neues Spielzeug. Und ich auch. Hey! Wow! Cool! Du hast es doch beendet! Sam, habe ich jemals versäumt, deine Ideen in die Tat umzusetzen? Nun, ich könnte dir dein paar Beispiele nennen. Aber das werde ich nicht. Kann ich selbst mit Keks spielen? Natürlich kannst du das. Aber ich werde ein Auge auf euch beide haben. Juhu! Keks, schau, was wir für dich haben! Hey, gefällt es dir nicht? Komm schon, Mädchen. Hol ihn dir. Gefällt es dir echt nicht? Ach komm schon, Keks. Süße. Probier's doch mal aus. Bitte. Nein? Oh. Nun, in Ordnung. Vielleicht gefällt es dir später. Leute, welche Idee hat euch am besten gefallen? Die Couch? Die Leckerbissen? Das Spielzeug? Oder vielleicht der Pullover aus seinem Hut? Schreibt es in die Kommentare. Wir lieben es, eure Antworten zu lesen. Vergesst nicht, euren Freunden von uns zu erzählen und unseren Kanal zu abonnieren. Wir danken euch allen. Auf Wiedersehen!